Carina und ihre Freundin waren bei mir am ersten Schultag. Die Schule war früh fertig und sind so eine halbe Stunde in Rheinsiedelei gesessen. Voller Pläne, voller Leben. Jung, 19 Jahre. Und wollten noch da auf die Steinalm hinaufgehen. Und sind bei mir weggegangen. Und 10 Minuten später rutscht die Carina da oben aus. Über den Felsen heruntergefahren bis da hinunter, und da unten haben wir sie dann gefunden. War bei ihren letzten Herzschlägen dabei. Ja, radikal. Mitten aus dem Leben. 10 Minuten später ist alles ganz anders. Wie ich dahergekommen bin, ist ein langer Weg. Ich habe in Vorarlberg gelebt, 52 Jahre, in verschiedenen Berufen. Leider Gottes auch belastet ab dem 15., 16. Lebensjahr mit Suchtproblemen. Und das hat dann 1999 geendet mit einem totalen Zusammenbruch. Überschuldung, berufliche Niederlage, familiäre große Probleme, dazu noch eine Krebsdiagnose. Und ja, das alles ganz komprimiert innerhalb von wenigen Tagen eigentlich. In dieser Zeit der absoluten Perspektivenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Nur dunkel, war die Frage, was nun? Was hat diese Niederlage, was hat dieses Scheitern für einen Sinn? Es muss einen Sinn haben, sonst hätte ich es nicht überlebt. Der Sinn war für mich dann in späterer Folge einfach da zu sein, auch für Menschen da zu sein und denen die Hand geben können. Aber nicht mehr die Orientierung am Materiellen. Und dann bin ich hier auf diese Einsiedelei gestoßen in Saalfelden. Bin draußen unter das Dach gesessen und habe in einer Minute gewusst, das ist dein Platz. Da gehörst du hin. Es gibt einen Zeitpunkt, da müssen wir von uns selber Verantwortung übernehmen. Auch meine Geschichte war lange so, dass man zuerst einmal jene verantwortlich macht oder schuldig macht, die dafür verantwortlich wären, dass es einem gut geht. Sprich die Eltern. Natürlich. Nur das funktioniert nicht. Ich muss die anderen loslassen, auch entschulden, auch verstehen. Andere handeln auch nur so, wie sie können. Sie haben es auch so gelernt, aber jetzt bin ich für mich verantwortlich. Ganz entscheidend. Dieser Absturz dieser jungen Frau und habe mich selber eigentlich auch sehr betroffen gemacht und mich auch hineingeführt in diese Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit.
Da gibt es dieses Wort vom heiligen Benedikt in der Regel, in der Mönchsregel, wo er unter anderem schreibt bei den Werkzeugen für geistliches Leben, der Mönch bzw. der Mensch soll seinen eigenen drohenden Tod täglich vor Augen haben. Täglich vor Augen haben. Und ich denke, das ist unwahrscheinlich wichtig. Und da geht es nicht darum, dass wir ängstlich durch die Gegend gehen und so zurückziehen, Angst haben vor allem, was da bedrohlich sein könnte. Und darum geht es nicht, sondern es geht darum, im Wissen um diese Vergänglichkeit wirklich bewusst heute leben. Wenn wir wissen würden, dass morgen Schluss ist, was würden wir heute alles noch tun? Ich denke, das ist auch der Aschermittwoch, ganz klar. Dieser radikale Schnitt Fasching, Hochfasching, Aschermittwoch, radikal, geht nur radikal. Bedenke, Mensch, dass du aus Staub bist und zu Staub wirst. Natürlich macht uns die Vergänglichkeit Mühe, ganz klar, weil wir so viel Liebgewonnenes loslassen müssen und so viel Trauernde übrig bleiben. Das Kennzeichen des reifen alten Menschen ist, dass er vor dem eigenen Tod keine Angst mehr hat. Das ist Reife im Leben, keine Angst mehr. Natürlich auch mit dem absoluten Vertrauen einer nächsten Existenz. Fasching ist in Ordnung, Feiern ist in Ordnung, gut essen, etwas trinken, fröhlich sein, das ist in Ordnung. Aber ja, nicht mit der Illusion, es müsste immer so sein. Das Leben spielt oft ganz, ganz anders. Also der Aschermittwoch führt uns zurück in diese Vergänglichkeit und auch in diese Aufmerksamkeit auf, denke ich, auf das, was ich tun muss, um meiner Verantwortung gerecht zu werden. Achtsamkeit, auch Verantwortung für alles, für die Schöpfung, für den Mitmenschen. Weil wir ja viel mehr miteinander verbunden sind, wie wir meinen. Sowohl mit anderen Menschen, wie auch mit der ganzen Schöpfung und natürlich auch mit Gott. Also diese Verbindung von allem, dass alles eines ist, das zieht uns ja in diese Verantwortung. Dann sind wir auch verantwortlich für den anderen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich in den Himmel komme. Das ist zu wenig. Sondern es muss die ganze Schöpfung erlöst werden. Und da habe ich meinen Beitrag zu leisten.